So. Hallo Hoffmann-Sachen, ich habe mir was bestellt. Erstmal Hashtag nicht sponsored, ich habe mir das selber gekauft. Von Sirkat. Eine Plottermaschine. Tolles Spielzeug, ich habe ein neues Spielzeug bekommen. Und was das ist und was das kann, werde ich euch zeigen. Ich werde euch auch mit auf meine Reise nehmen, weil ich habe mir Tutorials angeschaut, Videos angeschaut, wie das theoretisch funktioniert. Weil ich wollte das Ding schon länger haben. Weil ich mag Sticker und das ist eine Funktion, die das gute Gerät kann. Das ist quasi einfach eine Schnittmaschine, die allerlei alles Mögliche zurechtschneiden kann. Und ja, das habe ich mir jetzt mal gegönnt. Und wollen wir mal gucken, wie das aussieht. Und ich nehme euch mit auf meine Reise, um zu gucken, wie das alles funktioniert. Ich habe, wie gesagt, viele Tutorials geguckt, aber ich habe selber noch kein eigenes bedient. Und ich habe mir gedacht, ich hole mir gleich direkt eine große Maschine, weil gerade habe ich ein bisschen Geld gehabt und habe das direkt alles wieder ausgegeben. Ja, ich kann nicht mit Geld umgehen. Ist jetzt auch egal, ich habe ein neues Spielzeug und das wollen wir mal öffnen. Vielleicht auch ohne große Diskrepanz. Es kann sein, dass die Hunde mal hier durch das Bild laufen. Gerade die Lola, die mag Kartons. Fangen wir mit dem großen. Ups. Großen Paket mal an. Mal aufmachen. Mal ein Unboxing, wenn man so will. Wir haben drei Boxen zum Unboxen. Fangen wir mit der Maschine wahrscheinlich an. Das hier wird das Herz des Ganzen sein, die Maschine. Ja. Uff, was ist Oschi? Ich gehe so raus. Ich glaube, so geht es dann einfach. Guck mal, wie toll das aussieht. Das ist der Gerät, die Plottermaschine. Die scheint auf dem Bildschirm mal grün zu sein. Ich habe nämlich komplett vergessen, ob ich eine bestimmte Farbe gekauft habe. Die gibt es auch irgendwie in rosa, in schwarz, in weiß, in türkis und hast du nicht gesehen? Und ich habe tatsächlich eine grüne. Ah, hier sind auch schon ein paar Versuchsmatten mit dabei. Ich muss gerade mal gucken, was für was war, weil es waren tatsächlich Sachen mit, also ein Paket mit verschiedenen Materialien schon vorhanden. Was ist das, Lola? Ich habe die Kamera auf den Boden gestellt. Oder mein Handy. Was ist das? Wollen wir das aufmachen? Ihr wird sich wahrscheinlich auch gleich irgendwie einen Karton schnappen. Die Lola steht total auf Pappe. Und macht die gern kaputt. Mal sehen, was haben wir erstmal hier? Let's go. Ah, hier. Noch mehr Folie und eine Anleitung. Die werde ich in Ruhe dann mal durchlesen. Wäre vielleicht sinnvoll. Wie gesagt, das Paket kam auch schon mit extra Stuff. Wer Bock hat, es ist zwar nicht sponsored, aber ich finde die Dinge einfach cool. Ich packe euch den Link zu der Webseite, wo ich den bestellt habe, einfach mal mit in die Beschreibung, wenn ihr gucken wollt. Es gibt auch kleinere Maschinen. So kleinere Exemplare. Ich war halt so wahnsinnig, ich habe mir direkt eins der größeren Dinge geholt. Man gönnt sich ja sonst nichts. So wird das nichts. Ich will es auch nicht kaputt machen. Boah, ist das schwer da drin. Das ist doch schon. Doch schon ganz schön wuchtiges Ding hier. Und ganz schön schwer. Und das ist tatsächlich, ich weiß nicht, ob das Zufall war oder ob ich nicht geguckt habe, weil ich kann mich nicht erinnern, eine Sonderfarbe bestellt zu haben. Aber meiner ist wirklich in so einem, ja, ist doch nicht türkis, ist doch ein bisschen heller, so mintgrün. Sieht doch ganz nice aus, passt fast zu meinem Pullover. Meiner ist ein bisschen mehr blau. Das wird dann gleich platziert. Zubehör haben wir hier verschiedene Stecker. Hier einmal mit dem amerikanischen Stecker und einmal hier mit unserem deutschen Stecker. Und das kommt in die Maschine? Ja, hier kann man den einfach austauschen. Mit welcher war drin? Den brauche ich nicht. Der passt dann in unsere Steckdose. Und natürlich ein USB-Kabel. Der geht, soweit ich gesehen habe, aber auch wireless.
Wird wahrscheinlich bei mir nicht funktionieren, weil alles, was irgendwie Bluetooth und Wireless hat, funktioniert hier in dem alten Haus nicht. Ein hermetischer Käfig, sag ich nur. So. Dann gucken wir mal, was in den anderen Maschinen ist. Ich stelle den auf und zeige euch dann ein bisschen mehr. Aber erstmal machen wir die anderen Pakete mit auf. Lola. Die neugierige. Ja. Ich ist eine Maus, du bist auch so neugierig. Ja, wenn es keine Pluspunkte gibt. Knuffiger Hund, vielleicht kommt der Max auch noch. Der traut sich nicht. Der findet das alles ein bisschen komisch und hat sich versteckt. Der denkt ja, warum sitzt die jetzt hier auf dem Boden mit dem Handy und hat die komischen Pakete. Ach doch. Der Max kommt auch. Kommst du auch zu mir? Nein, kommst du nicht zu mir. Du findest das alles gruselig. Ja, dann nicht. Musst ja nicht. Ja, Max ist immer noch sehr feige. Ja, ich soll aber trotzdem nach dir gucken. Ja, ich bin Max. So, muss hier noch mein Hund gucken. Jetzt sitze ich schon mal am Boden, jetzt habt ihr mich. Machen wir das. In einem müssten Matten sein und im anderen noch weitere Folien verschiedener Art zum Bedrucken. Ich müsste, glaube ich, ganz viel Vinylfolie dabei haben, also diese Plastikklebefolie. Bin mir aber nicht ganz so sicher, was ich am Ende dann doch ausgewählt habe, weil ich habe mich durch ellenweise Sachen geklickt, bis ich mich entschieden habe, was ich mir für ein Gerät anschaffe. Und habe mich dann für dieses entschieden, weil es die besten Rezensionen hatten, die ich so gefunden habe. Und auch für mich am schönsten oder am entspannendsten in der Bedienung aussah. Ob das wirklich so ist, werde ich euch dann sagen. Vergleichen kann ich nicht, weil ich habe nur eins. Ah ja, hier ist das Ganze. Gab noch jede Menge, weil es halt so ein Kombipaket war. Zusatzdinger. Oh, das hängt. Hier haben wir Scheren und so ja, Gerätschaften, um die Folien von. Also die Klebefolie abzuziehen. Ich glaube, das ist so eine Schnittmatte, wo man gerade schneiden kann. Noch jede Menge anderen Zubehör. Das ist doch mal ganz gut, wenn das schon dabei ist. Da muss ich nicht improvisieren und irgendwas erfinden. Ja, hier ist. Hier sieht man. Kann man das so sehen? So Pi mal Daumen. Lola, präsentier mal. Was sehen wir da? Was haben wir hier? Wir sehen. Mal gucken. Ich habe Transferfolie. Das ist einfach nur diese durchsichtige Folie, die man nutzt, um Vinyl halt zu übertragen. Dann habe ich tatsächlich drei verschiedene Sachen zum Anbügeln. Normalerweise nutzt man so eine Heat-Transfer-Matte, die habe ich jetzt nicht. Ich habe aber auch viele, viele Leute gesehen, die einfach ein Bügeleisen nehmen. Das werde ich testen und gucken, wie gut das funktioniert. Dafür wird es dann ein extra Video geben, wo ich genau diese Dinger mal ausprobiere und mal gucken, wie es funktioniert. Da habe ich sogar eine, die sieht aus, als würde die glitzern. Das finde ich jetzt schon mal gut. Ja, kleine Unterbrechung. Ich muss noch mal an die Tür gehen. Hat geklingelt. So. Wie gesagt, ich habe hier diese Iron-On-Folie. Die hier scheint zu glitzern. Dafür wird ein separates Video geben, wo ich mich damit beschäftige. Und gucke, ob das mit einem Bügeleisen auch so funktioniert, wie die netten Herrschaften mir das in YouTube-Videos gesagt haben. Wie gesagt, ich habe hier... Sieht man das? Das glitzert total. Oh, ich finde Glitzer toll. Einmal zum Raben geworden. Glitzern ist toll. Dann halt noch Variante weiß und schwarz. Damit kann man erstmal am Anfang nicht viel falsch machen. Und hier habe ich Vinyl. Das ist diese Plastikklebefolie, nenne ich es jetzt mal. Das klappt, da können sich die meisten was drunter vorstellen. Irgendwo hatte ich auch ein Messer. Ich habe es einstecken. Wollen wir mal gucken, was da für Farben drin sind. Ich habe mich durch so viel durchgeklickt, ich habe es nicht mehr auf dem Schirm, was ich am Ende wirklich bestellt hatte. Ich weiß nur, dass es so ein Kombi-Angebot war. Ach, guck mal, an der Seite ist es drauf. Ist schwarz wahrscheinlich, oder? Nee, ist nur der Sticker, okay. Das ist Removable Vinyl, also wieder abziehbares Vinyl. Oh, das sind drei. Also müssten hier auch drei drin sein, ja. Ach, steht auch drauf. Wir lesen Hannes kleinen Vorteil. Ich weiß nicht, ob man das der Kamera sieht, sind drei.
Schwarz-Weiß-Rot. Schwarz-Weiß-Rot. Scheint zu stimmen. Schwarz und Weiß, wie gesagt, immer nie verkehrt. Rot weiß ich noch nicht, was ich damit bekleben möchte. Wenn wir mal gucken, die werde ich dann halt auch nochmal testen. Die sind dann Part 2, wo ich mich ein bisschen mit dem auseinandergesetzt habe und das für euch testen werde. Das ist jetzt nur das Unboxing. Ich werde dann verschiedene, genauere Videos mitmachen für verschiedene Materialien und werde das mit euch alles zusammen erleben. Dann gehen wir gemeinsam auf die Reise und bekleben ganz viel Zeug. Und dann wird es wahrscheinlich nach und nach weitere Videos geben, wenn ich mir neue Folie kaufe und Sachen teste. Wenn ihr coole Folie seht, könnt ihr mich gerne anschreiben, dann kann ich die für euch testen. Ah, hier auch nochmal schwarz, weiß, rot. Das ist permanente. Okay, ich habe abziehbare und ich habe permanente. Ich glaube, die muss ich mir markieren, damit ich weiß, was was ist, weil ich Trottel genau weiß. Ich werde eh nicht lesen, was auf der Packung steht. Ich sehe nur, oh, das weiß, das nehme ich. Steht zwar drauf, aber lesen und ich, mir werden nie Freunde so wirklich. Aber auch hier wieder, rot weiß ich noch nicht. Rot finde ich jetzt als Farbe. Ist halt so eine Warnfarbe. Vielleicht machen wir, keine Ahnung, Absperrbändchen oder keine Ahnung. Mit rot weiß ich noch nie so viel anzufangen. Gelb fände ich cooler, aber gab es anscheinend nicht, sonst hätte ich gelb genommen. Was? Hier geblieben. Na, vielleicht nicht rot, neben rot. Packen wir mal das so, dass man sieht das auch optisch nicht, welche die permanent und welche die abziehbare ist. Ich werde mir da wahrscheinlich einfach mit einem Edding was draufmalen und einen guten Platz für die Dinger finden. Und jetzt haben wir noch ein Paket. Das ist jetzt für die nicht so wichtig. Die Dinger kann man einzeln durch das Maschinchen jagen. Das sind Smart Materials, steht auch drauf. Alles, was smart ist, kann der ohne Hilfe. Alles Zusätzliche braucht eine Unterstützung von dem hier. Wie jetzt zum Beispiel meine Stickerpapiere, die ich schon habe. Ich habe mir nämlich, weil ich ja hier und da mal Sticker verkaufe auf Etsy, so Etikettenfolie gekauft, also einfach so selbstklebende Papier zum selber drucken. Und damit drucke ich momentan meine Sticker und schneide die alle schön brav einzeln aus. Das habe ich mir jetzt ab heute erspart, wenn ich weiß, wie die Maschine funktioniert, lasse ich die Maschine nie drucken und muss das nicht mehr mit der Hand aufstellen. Deswegen geht ganz schön auf die Hand, wenn man dann irgendwie 20, 30 Sticker auf einer ausschneiden muss. Ja, und das sind diese, ja, hier ist auch nochmal eine Lieferdings dabei. Und das sind drei verschiedene, ich habe hier, ja, wo geht das auf? Drei verschiedene Grip-Unterlagen. Ich sollte das vielleicht so machen, dann macht das mehr Sinn. Die eine ist noch lila. Die haben halt verschiedenen Halt. Ich habe eine Folie für starken Halt, mittleren Halt und leichten Halt. Ich glaube, so rum war es. Ich glaube, die lilane war der starke. Je nachdem, was man für ein Material hat. Bei dickeren Materialien nimmt man die stark klebende Folie. Ich kann tatsächlich, oder ich soll mit dem Ding tatsächlich dünnes Leder schneiden können und dickeres Papier bzw. dünne Pappe. So wahrscheinlich grußkartenmäßig. Ich werde alles testen, was ich die Finger kriegen kann und werde dafür euch separate Videos machen, dass wir einfach zusammen gucken, wie gut das funktioniert. Vielleicht habt ihr Tipps für mich, falls einer sich hierher verläuft und Ahnung hat von dem. Ja, wir machen das so vlogmäßig wahrscheinlich, wo ich mich einfach mit auf die Reise nehme für meine neue Maschine. Ich werde die jetzt an ihren Platz machen. Dann werde ich euch generell mal mein Setup zeigen. Ich weiß nicht, ob das ultra spannend für euch ist. Wird wahrscheinlich sehr lustig eher für euch sein, weil mein Setup nicht das schönste ist. Aber das werdet ihr jetzt wahrscheinlich sehen, weil das muss damit hin auf meinem Computer oder an meinem Schreibtisch. Ich habe extra Platz gemacht, habe ganz viel Deko und Krimskrams etc. weggeräumt. Und werde den Platz dann nutzen. Und dann sehen wir uns gleich. Ja, hallo, wie ihr seht, schneide ich gerade das Video und mir ist dummerweise aufgefallen, mir fehlt ein Stück Video. Ich habe wahrscheinlich aber die Play-Taste nicht gefunden auf meinem Handy.
Und ich zeige euch kurz mein Maschinchen. Ich bin, wie gesagt, eigentlich mit den Videoaufnahmen schon fertig, aber ich will euch die Maschine noch mal ein bisschen von näher zeigen. Einfach, wie die so aufgebaut ist und wie das im Groben so funktioniert. Strom ist an, USB ist an. Wir können das Maschinchen, ne? So, besser. Das müsste so gehen. Einmal schön aufmachen. Hier hat man tatsächlich eine kleine Schublade für, man kann das Handy da reinlegen oder so. Laut Anleitung ist es für Smartphone. Aber man hat hier noch kleine Schublädchen. Da habe ich die Ersatzklingen für meinen Papierschneider ja reingemacht. Und hier so weitere Tools. Hier ist ganz viel Krimbatsch. Aber viel interessanter ist das Innenleben. Wir haben hier so zwei Nupsis. A und B. Ich dachte erst, ich wurde verarscht, weil in A nichts drin ist, weil ich dachte, da ist das Messer drin. Aber das ist ein Stiftehalter. Ich habe ja noch ein Tool für Gravuren. Das kann da rein und dann kann man Gravuren machen, also einfach so Sachen reinstanzen. Und das Herzstück momentan ist B. Da ist das Messer drin. Das kleine Nupsi hier ist tatsächlich das Messer, auch mit Vorsicht zu genießen. Warte mal, wo ist die Kamera? Hier. Ja, Fokus, da ist ein kleines Messer drin. Das gehört in B, das ist selbstjustierend, da muss man wirklich nichts machen als das Ding rein und der Rest passiert von ganz alleine. Sehr, sehr praktisch. Es gibt jede Menge verschiedene Tools, wie gesagt, hier können Stifte rein etc. Es gibt auch extra Adapter für dafür, dass man halt generell Stifte, Kugelschreiber, Buntstifte, Füllstifte etc. reinpacken kann. Momentan ist es für die Cirqut eigenen Stifte. Also es gibt Cirqut und das Cirqut Joy. Wenn ihr wirklich, müsst ihr gucken, welche Maschine ihr habt und erstmal dafür Stifte kaufen, wenn ihr den Adapter nicht habt. Aber wie gesagt, es gibt auch passende Adapter, da kann man dann halt alle Stifte da reinfriemeln. Ja, das wollte ich euch noch zeigen aus der Nähe. Das geht im Video halt leider ein bisschen verloren, weil ich nicht Play gedrückt habe. So, Desktop ist an. Wir sind jetzt hier an unserer ersten Übung und Einstellung von unserer neuen Maschine. Ja, für den Schritt vorbereiten. Da habe ich gemerkt, aha, das Ding ist das Messer, weil wie gedacht, am Anfang habe ich gedacht, haben sie mich verarscht, da fehlt ja das. Hab das Metallding nicht als Messer angesehen, weil ich gemeint habe, in A kommt das Messer, tut es aber nicht. Es kommt in B, da ist es drin. Ja, und dann sollen wir unseren Vinylbogen, also dieses Stück, was wir bekommen haben, da schon mal reinschieben, wie man das hier auf dem Bild sieht. Aber tipp, tipp, da rein. Dann machen wir das auch mal. Machen wir mal hier so bei Kreuz. Tipp, tipp. Ah, hier. Oh, das ist wieder so. Seht ihr das? Ich muss es mal, ich habe mein Handy auf dem Dreifuß. Hier sind extra so kleine Einführer. Dann kommt das hier so davor. Und dann sollen wir diese Taste drücken. Blinke, blinke, blinke. Und, oh, es geht rein. Es passiert was. Okay. Schneiden sollte so noch nichts. Ich habe noch nichts eingestellt, was man schneiden könnte. Wenn du schon mit starten möchtest, drücke die blinkende Los-Taste. Also hier Play. Aber ich habe ja noch nichts ausgesucht zum Schneiden. Oder macht jetzt einfach einen Testschnitt. Schneidervorgang läuft. Vielleicht hat die Maschine den ersten Schnitt sich selbst ausgesucht. Ist ein bisschen Fell drauf. Aber ich glaube, das wird nicht stören. Es hat Hunde. Ah. Okay. Was passiert? Sie hat was geschnitten. Und Lade-Auswerftaste drücken. Und wir können das rausziehen. Jetzt bin ich mal gespannt. Das war zu nah. Sorry, tut mir leid. Stell es wieder hin. Bin mal gespannt, was unsere Maschine gedruckt hat. Ah, hat einfach Cirqut ausgedruckt. Das ist die Frage, wollen wir die schwarzen Buchstaben oder wollen wir die Umrandung haben? Wir können uns das aussuchen. Ihr werdet wahrscheinlich nichts sehen. Wo klebe ich das jetzt mal drauf? Ich klebe das mal auf den Becher. Ich habe hier diese Smart-Vinylfolie von Cirqut. Also das ist die Cirqut-Eigenmarke. Die habe ich ja hier auch nochmal bekommen. Hier irgendwie, ist auch geil, dass ich drauf zeige, seht ihr eh nicht. Ich klebe die auf den Becher und gucke, ob das ganze spülmaschinenfest ist. Ich denke, der eignet sich da, glaube ich, ganz gut, weil der kommt in die Spülmaschine. So, ich habe noch hier einen Löffel.
zum Rumrühren, aber viel zu lang. So, wir brauchen unsere transparente Folie. Wie mache ich das, dass ihr das auch sehen könnt? Ungünstig, aber sollte gehen. So, ist vielleicht auch nicht gut, dass ich eine... Ich müsste das eigentlich hier drüben machen, wie ich ursprünglich geplant hatte. Weil ich habe ja hier extra Holz. Schreibtisch halt. Da klebt es nicht so sehr. Ich muss mich bücken. Das ist echt ungünstig mit dem Kamerawinkel. Vielleicht werde ich irgendwann besser darin. Ich habe jetzt halt einfach keinen Kopf mehr. So. Brauche ich den Löffel nicht mehr. Wir haben unser Opfer. Wir haben unsere Folie. Da ist es drauf. Dann müsste ich jetzt... Wie rum mache ich das jetzt am besten? Einfach ausschneiden und wegmachen? Ich könnte aber das Negativ ja woanders draufkleben. Das sollte ja stabiler sein. Und ich gucke einfach mal, ob das geht. Passt das zweimal auf den Becher? Nee, passt das nicht. Ich habe aber gerade nichts zur Hand, weil viele vom... Ich kann es auf meinen Drucker kleben. Ich mache jetzt einfach mal Versuch. Ich mache die Buchstaben so, wie man es machen sollte und das Negativ davon, das mache ich nicht so, wie man es machen sollte. Ich ziehe das nämlich einfach von der Folie ab und gucke, ob es funktioniert und klebe das woanders hin. Wir werden ausprobieren. Hier ist extra so eine Lasche dran zum Öffnen. Es funktioniert natürlich nicht für mich. Die Idee ist gut, dass man die Blister so schön aufkriegt. Ich bin da motorisch nicht dazu in der Lage, das zu machen. Oder das Ding ist einfach nur zu stark. Oh, das haben die echt gut gekriegt. Ah, jetzt geht's. Ich habe hier meine Schneidematte. Schneidematte kommt raus. Oh, du hängst an diesem einen Zipfel. Wie kann es denn wahr sein? Ihr seid live. War eigentlich nicht, ist ein Video. Seid dabei, wie ich mich hier versuche, irgendwas zu machen. So, hier haben wir unser Schnippi-Schnappi-Schneideding. Wie funktioniert das? Ach, da ist auch ein kleines Messer. Also aufpassen, man kann sich an sehr vielen Sachen hier schneiden. Ist schlecht für meine Finger. Ich teste den auch gleich mal aus. Der schneidet hier in der Mitte. Hier ist auch... Sein Sicherheitsstopfen ist da dabei. So. Ich schneide das einfach mal. Spiegelt es auch hoch. Damit ich das gerade abschneide, kann ich das an die Ecke legen. Und technisch gesehen, boah, ist das hart. Weil ich fange hier in der Mitte an. Okay, man schneidet das Vinyl. Am besten in der Mitte anfangen und links und rechts ziehen, weil so reinziehen, der gibt das nach. Das funktioniert so nicht. Okay, dann sind wir schlauer geworden, wissen wir fürs nächste Mal. Ah, ich habe auch Ersatzklinge für das Schneideding. Es ist alles viel zu klein für meine dicken Finger. Wo ist die Pinzette? Ich die Pinzette erst mal rauskriegen. Kann ich besser Sachen rausziehen. Hammer für Leute, die komplett grobmotorisch und keine Fingernägel etc. haben, so wie mich, haben wir auch jede Menge Tools. Hey, die haben die Dinge aber auch hier bombensicher reingemacht. Skalpell. Kinder nicht nachmachen. Schlecht für die Finger. Gerade wenn man reinsticht. Das ist auch so ein Tool. Hier ist so ein Pfeil dran. Das ist zum Beispiel ein Tool für A. Das soll so Gravuren machen. Also das stanzt einfach Formen rein. Ja. Gravuren halt. So, das ist das tiefere.
So, mit der scharfen Seite nach unten, obwohl es ist ja nicht scharf, das ist ein Spachtel. Hier ist so ein Glatzziehding. Muss man die Gummiseite? Eigentlich nicht. Obwohl, man kann beides sehen. Ich glaube, die Gummiseite ist ganz... Das ist gar nicht Gummi. Das fühlt sich, wenn man so an, fest wie Gummi. Aber es ist kein Gummi. So ein Spach. So. Ist auch ein Becher schwierig. Mal gucken, wie die Schere auch nicht rauskriegt. Die Schere wehrt sich. Mist. Ja, Schere mit Sicherheitskappe. Das finde ich so eine geile Sache. Gerade wenn man Scheren in Taschen hat, ist das geil, weil dann sticht man sich nicht in die Finger, wenn man so eine spitze Schere hat. Ich weiß nicht, meine Finger finden immer das spitze Ende von irgendeinem. Und jetzt mal gucken, dass ich die Ersatzklinge hier rauskriege, ohne mich zu verletzen. Ja, das kommt hier rein, aber das kann ich ja in mein kleines Schächtelchen machen. Dann weiß ich, wo die sind. Und dann sehe ich das besser. Ich habe eine graue und eine schwarze. Sind die jetzt nur rein optisch farblich anders oder sind die anders scharf? 5. Was steht hier drauf? 8. Vielleicht 8 hart, 5 hart? Ah, okay. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Die 8 ist rund. Ist hier so eine Rundung, wahrscheinlich für Stoff. Und das hier ist halt einfach so ein Dreiecknupsi, so eine Klinge halt. So ein Stück abgesägte Rasierklinge oder so. Aber ich glaube, rund kann sein, dass das für Stoff ist. Ich glaube, das funktioniert besser mit einer runden Klinge als mit so einer kantigen, wegen weil Stoff halt nachgibt. Ihr habt bestimmt schon mal überall Stoff gesehen. Ihr werdet wahrscheinlich nicht in komplett Leder oder nackig durch die Gegend rennen. Na, vielleicht, wenn ihr wollt, könnt ihr das auch gerne tun. Könnt ihr in Lack und Leder rumlaufen. Ist mir eigentlich egal. Ist vielleicht kalt für euch jetzt. Obwohl, wird ja wärmer. Ist ja nicht mehr ganz so kalt. Aber hier, die haben schon echt... Die haben nicht an der Pappe gespart. Uff. Ich hab noch ein... Ersatzspachtel gedöns, den kann ich ja, guck mal, dann kann man hier alles reinräumen. Ich habe noch eine Schere mit noch mehr Schutzkappe. Man kann nie genügend Scheren haben. Die werden nämlich irgendwann immer stumpf oder verschwinden. Ich habe noch eine Pinzette, falls ich die andere verliere. Oder falls ich mal irgendjemanden Nasehaare rausziehen muss, kann ich eine andere Pinzette nehmen. Wenn ich es irgendwann mal schaffe, das Zeug hier rauszukriegen. Bleibt doch alles im Video. Wäre ja schon zu schön, wenn ich das, wo ich mich dumm anstelle, nicht reinpacke. Ich hab's raus. Den Piekser brauche ich noch. Wie beim Zahnarzt. Ich glaube, die beim Zahnarzt sind nicht so scharf, weil der ist doch schon ganz schön spitz. Hab ich alles raus? Ich habe alles raus. Tada. Achso, ich wollte die Folie draufnehmen. Direkt wieder gelöscht. Deleted aus dem. Okay, das. Obwohl, die brauche ich ja jetzt. Ich will ja Folie drauf machen. Okay. Willkommen im Chaos und willkommen bei ADHS macht irgendwas. Vergiss die Hälfte. So, ich wollte. Man sieht das echt schlecht. Das ist echt eine feine Klinge. Ich wollte das Negativ hier. Oh, das ist schon dicke Folie. Ich hatte das irgendwie feiner gedacht. Guck mal, wie gut das funktioniert. Ach, wie schön. Ah, da wird man doch gleich. Das ist doch ein schönes Gefühl, wenn alles in einem Zug abgeht. Das ist auch relativ stabil ohne Folie. Also, die ist doch schon dicker, als ich vermutet hatte. Ich hatte gedacht, das wäre so ein flimsy Ding. Also, die ist doch schon sehr stabil. Tada! Das ist ein Sirkut-Drucker. Das sind jetzt Brüder. Oder Schwestern. Ich weiß, ich habe die Maschine nicht gefragt. Vielleicht antwortet sie mir auch irgendwann mal.
Ich glaube aber, dann wird ein bisschen komisch sein, wenn meine Maschinen anfangen mit mir zu sprechen. Schickt ja schon, wenn ich mich jedes Mal von Alexa erschrecke, wenn die was von mir will. Oder ich was von ihr will und ich mich dann wundere, dass sie antwortet. Ich vergesse sie manchmal auszustecken. Und hin und wieder hört die mich, obwohl ich gar nicht nach ihr rufe. Wie so ein Hund. Die hören auch nur das, was sie wollen. Meine Hunde, Hundis sind... Ja. Hundis sind eigen, Hundis sind Dackel. Die Dackel sind dann halt so, mal höre ich nicht, je nachdem, wie die Stimmung ist. So, jetzt müsste ich hier, ich probiere jetzt mal die Schnibi-Schnabi-Sherry aus. Und hier noch Klebeband. Jetzt müsste ich hier einfach ein Stück Folie abschneiden, das so groß ist wie das. Ich kann einfach gucken. Das ist der Schnupsi hier. Wie weit muss ich da rein? Bis da. Es muss ja nur bedeckt halten. Dann kann die schon weg. Ich muss nur gucken, wo ich die Folie hinpacke. Ich dachte, ich hätte hier unten einen Schrank, der wäre leer. Der Schrank ist da, also so ein kleiner Boxschrank. Der ist aber nicht leer. Da habe ich wohl einen kleinen Fehler in meiner Planung, weil ich nicht reingeguckt habe, wie ich geplant habe. Aber ich finde schon einen Ort, wo ich meine Folie hinpacken kann. So, Transferfolie. Die kommt dann hier so drauf. Dann mache ich die mal glatt. In der Hoffnung, dass ich die Buchstaben alle mitnehme. Was denkt ihr? Kriege ich es mit dem ersten ab? Kriege ich die ganzen Buchstaben mit? Nö. Versuch Nummer 2. Buchstabe. Ja, jetzt. Guck. Das T habe ich. Okay, das ist ein bisschen Friemelarbeit. Ich habe das U, du bist jetzt auch bei mir. Das C. I, komm mit. Ja, er geht auch. Und das C, yes. Ich habe es ja auf der Folie. Beweis A. Es muss ja auf den Becher. Halbwegs gerade, ungefähr. Pi mal Daumen. Es ist schon mal mit Folie auf dem Becher. Und jetzt muss es ohne Folie, nee, ohne Vinyl ab, nur die Folie. Ohne Folie ab, dann sind die schwarzen Buchstaben da wieder weg. Und ich werde euch auf dem Laufenden halten, ob das Ding die Waschmaschine überlebt oder nicht. Guck, jetzt funktioniert's hier. Wer kann? Guck mal, wie toll. Das ist jetzt halt spiegelverkehrt für euch. Vielleicht muss ich es drehen. Guck, wie geht. Ich werde euch up to date halten, ob das Ding hier spülmaschinenfest ist. Je nachdem, wie das funktioniert, können wir Tassen oder so bekleben. Mal gucken. Wenn nicht, werden sich andere Opfer finden, die mal bekleben können. Wie gesagt, wir haben schwarz, weiß und rot. Wenn jemand was zu dem Roten einfällt, mir fällt höchstens ein, dass man eine Rose draus drucken könnte. Aber Rot ist so eine schwierige Farbe, was zu machen. Ich mag einfach Rot nicht so geil als Farbe für Sachen zu Sticker. Also Gelb fände ich nice oder Blau oder Grün wäre auch gut, aber Rot? Vielleicht fallen euch rote Sachen ein, die man ausdrucken kann. Ihr sagt, mir fallen jetzt nur Rosen oder Herzen ein, die man drucken könnte. Oh ja! Mal gucken. Ich werde auf jeden Fall das nächste, was ich probieren werde, mit euch zusammen. Ich werde mehr Sticker vorbereiten. Ich habe hier schon die Pokémon Evoli Sticker. Die habe ich auch schon beim Etsy, wenn ihr da vorbeigucken wollt und Sticker haben möchtet. Ich werde mit euch im nächsten Circa-Vlog, Plotter-Vlog, keine Ahnung, wie ich das nennen werde, einfach Sticker machen mit meinem Etikettpapier und gucken, wie das funktioniert und gucken, was man da rausholen kann. Und nach und nach werden wir alles mal durchgehen. Wie gesagt, nächster Part wird Sticker, Experiment Sticker sein. Und ich werde ein bisschen sammeln für die
normale Folie, also die Vinylfolie, dass man ein paar coole Sachen da ausdrucken können. Und dann halt gucken, wie das funktioniert mit der T-Shirt-Transferfolie, also dieser Textiltransferfolie, wo man die drauf machen kann, wie das funktioniert, wie das waschmaschinenfest ist, ob das mit dem Bügel eigentlich funktioniert. Wir werden ganz, ganz viele Sachen ausprobieren. Ich will euch einfach mit auf die Reise nehmen und einfach Leute, die einfach Bock drauf haben und interessiert dran sind, einfach Sachen ausprobieren, wo man das alles draufkleben kann, wie das alles funktioniert und wie haltbar das alles ist, weil das ist auch eine Sache, die mich interessiert. Wie lange hält der Käse? Und nach und nach auch andere Materialien testen, nicht unbedingt von der Firma an sich, sondern auch Sachen, die man halt über alle möglichen anderen Shops finden kann. Sei es halt einfach andere Folie für Sticker, anderes Zeugs. Ich will auf jeden Fall Glitzerfolie ausprobieren. Ich habe so geile Glitzerfolie gesehen, die man halt auch für Karten, Sticker, hast du nicht gesehen, nehmen kann. Das werde ich unbedingt probieren, wie das funktioniert, wie das klappt. Und dann hoffe ich, euch hat Teil 1 gefallen. Und wir sehen uns hoffentlich in dem nächsten Circa Video, Vlog, keine Ahnung. Bye, bye.